Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Happy Birthday. Whatever. Eurotruck Simulator. Hallo? Danke. Hey, aber bis jetzt? Ich meine, ich nehme schon fast 5 Stunden auf. Und bei OBS ist tatsächlich übersprungene Frames durch Codierverzögerung 0 von X. Lass uns los. Also. Läuft halt irgendwie echt gut. Meine Codierverzögerung habe ich sowieso immer nur so ganz wenig, irgendwie so 5 Frames oder 10 Frames. Keine Ahnung, wo die mal herkommen. Manchmal habe ich auch 30 Frames, also eine halbe Sekunde irgendwie, die da fehlt. I don't know. Was ich immer habe, ist hier ausgelassene Frames durch Renderverzögerung. Da habe ich jetzt 300 von 1, ja, 1 Million. Wow, eine Million Frames habe ich schon. Ja, 5 Stunden mal 60 Minuten, sind wir bei 300 Minuten mal 60 Sekunden. 1800, 18.000, war ich jetzt richtig? Ja, ich glaube, ich rechne gerade falsch. Also, weil 300 Minuten haben wir. Genau. Ja, doch, müssen 18.000 Sekunden sein. Und, ja, das dann mal 60 Frames pro Sekunde. Ist eine Anzahl. Also angenommen, wir haben 20.000, das wären dann 120, 1,2 Millionen. Ja, 1,2 Millionen Frames. Warum habe ich denn nur 1 Million Frames? Gut, okay, ich meine, ich nehme schon seit 5 Stunden auf, aber ich nehme ja nicht durchweg auf, sondern ich habe ja zwischen den Folgen mal so ein bisschen Pause. Von daher, gut, kommt es mit 1 Million Frames hin. Ja, auf jeden Fall sind davon 300 Frames durch Renderverzögerung weg. Aber ich habe das Gefühl, diese Renderverzögerung kommt immer dann, wenn das Spiel startet. In dem Moment, wo ihr immer dieses Desktop-Hintergrund seht. In dem Moment kommen immer hier diese ausgelassenen Frames durch Renderverzögerung. Keine Ahnung, ob er da nicht in der Lage ist, das Bild abzugreifen, deswegen auch immer den Desktop zeigt. So ganz bin ich auch nicht hinterher gekommen, was da OBS eigentlich macht. Und warum er das macht, was er macht. Ja. Hab sogar kein Tempomat eingeschaltet. Ich habe noch gar keine Musik an. Alter, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Vielleicht sollte ich weniger Kopf rechnen, wenn ich hier spiele. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, also ich meine, das ist nix. So, das ist gar nichts. Also ja, nicht mal 0,1% oder so. Aber es hält halt immer auf. Ne? Also in dem Moment, wo ich die Aufnahme mal starte, kommen ein paar Frames durch Renderverzögerung. Aber während des Spiels wird die Zahl nicht mehr größer. Das ist also wirklich momentan, wenn ich das Spiel starte. Teilweise auch direkt, wenn ich die Aufnahme starte. Die gesamte Fahrbahn voll, Alter, was ist hier los? Danke. Ich glaube, ich muss mal was trinken. Mein Mund fängt schon wieder an, trocken zu werden.
Uah. Entschuldigung. Da. Ja gut. Ah, das ist blöd. Verdammt. Ja, war gerade ein Fehler kurz jetzt. Ich stand da gerade auf der Bremse. Und weil ich aber dachte, dass ich zu schnell bremse, habe ich ganz kurz jetzt losgelassen. Das Problem ist, wenn du kurz die S-Taste loslässt und dann wieder drückst, dann reagiert die Bremse erst noch wieder ewig nicht. So deprimierend, ey. Ich verstehe aber nicht, warum diese Bremse immer so verzögert reagiert. Das ist doch kacke. Lange geht die Sonne bei mir rum. Ich hab bei mir die Fenster offen. Weil die ganze Zeit die Sonne reingeknallt hat. Aber jetzt, weil die Sonne fast rum ist. Oder also ziemlich rum ist. War es immer kalt. Die Straße sieht voll rot aus, Alter. Sieht fast so aus wie dieser.
Ich weiß gar nicht, was das für Beton ist oder ob es einfach nur eingefärbter Beton ist. Aber es gibt ja diesen rötlichen Beton. Der jetzt nicht knallig rot ist, aber der so gräulich-rot, rötlich ist. Wie gesagt, keine Ahnung, ob der einfach nur eingefärbt ist oder ob das wirklich daran liegt, dass sie da roten Sandstein nutzen für zum Mischen. Ich schätze mich mal eher das. Auf jeden Fall, ja. Sah gerade durch die Abendsonne fast so aus. Vom Rotton her. Aber heute noch nicht. Die wollen auch den Sonnenuntergang genießen. Na gut. Dann machen wir mal. Doch leider mit Lichtern.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Jetzt so. Diese Ausfahrt. Also das Blöde, wenn da Straßen sind, die bei der Map nicht eingezeichnet sind, da denkst du immer, okay, die nächste Ausfahrt musst du nehmen, aber jetzt ist noch eine Ausfahrt zwischen. Dann blinkst du schon viel zu früh. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gleise. Demnächst rechts abbiegen. Die Flagge ist auf der Straße. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Immer auf hier. So viel fehlt ja gar nicht mehr bis Level 36. Wow. Ey, wir haben in den Folgen jetzt 2 Level geschafft. Gut, ist jetzt auch 2 Wochen, die ich jetzt heute aufgenommen habe. Hm? Wie soll ich? 20 Minuten. 2 Folgen muss ich noch. Gut, also erstmal fahren wir pennen, bevor ich dann noch nächste Mission annehme. Das macht nicht gar keinen Sinn, wenn ich schlafen müsste. Ja, genug Platz zu wenden. Zu lang, verdammt. Ey, fahr rückwärts. Los, fahr rückwärts. Fahr rückwärts, warum fährst du rückwärts? Komm, ernsthaft jetzt.
Verpiss dich da. Siehst du, dass ich rückwärts fahren möchte? Statt einfach mal ein bisschen zurückzusetzen. Nee, bleib dann einfach stehen. Wie so ein Opfer, was er ist. Du Opfer. Als LKW-Fahrer hat du echt nicht leicht. Ich sag's euch. So. Die Frage ist, wenn ich jetzt noch zweimal schlafe. Dann müsste es ja nächster Tag etwas Schnee. Genau, dann müsste es früher sein. Sind es immer 10 Stunden oder nur 9 Stunden? Ah, egal. So geht's auch. So. Was haben wir denn für Missionen? Eine, die ich in 2 Folgen schaffe. Am besten hier 30.000. 2.000 Kilometer pro Folge. Easy. Easy. Es gibt nichts Leichteres. Also was ist realistisch? Ich sag mal, bis 1.000 Kilometer sollte ich locker schaffen. Das sind 1.400. Könnte schon zu viel sein. Aber wieder schön, vor allem Strecke habe ich schon 20 Mal gefahren. 1.300 ist nur noch ein bisschen zu too much. Oh. Das ist so eine schöne Strecke für den. Ja doch. Let's go. Schnellräder. Ah, da kann ich gar nicht hin. Verdammt! War doch dieses Lilalala, ne? Da müsste meine Werkstatt sein. Kann ich ja einfach eine schnelle Reise zu meiner Werkstatt machen. Auftragsfrachtmarkt. Ja genau, da war hier dieses Lilala. Das ist doch da, wo meine Werkstatt ist. Lilala. Was ist das? Ist der jetzt? Ne, der ist jetzt ganz oben. Karte. Hallo? Hey, die Karte braucht immer ewig, bis sie aufhaut. Hallo? Schlimm. Ach nee, sie ist da hinten. Ah, egal. Kriegen wir trotzdem hin. Tabellenansicht. Schnellreise. Let's go. Bastia war das, aha. Hä, hey, wieso ein Auflieger? Warum steht hier ein Auflieger? Wait. Dann machen wir einen kleinen Trick. Zurückschicken. Jetzt nutzen. Bam. Schon ist angekoppelt. Was? Warum steht der in Lahiti? Warte mal kurz. Halt. Passt ja. Schnellreise. Oh. Dann müsste jetzt eigentlich auch mein Auflieger hier stehen, ne? Warum ist der Auflieger mal immer abgekoppelt, wenn man eine Schnellreise macht zu einer Werkstatt? Wo ist denn der jetzt? Da oder da? Da ist er. Dumme Menschen. Schon wieder harten Nebel hier. Hey. Hä? Wo ist denn? Achso, ja. Stimmt. Dadurch, dass bei der Schnellreise der Auflieger abgekoppelt wird, habe ich immer eine Route zu meinem Auflieger. Und dadurch wird die Route, die wir uns als Mission rausgesucht haben, deaktiviert. Das ist halt so dumm. Was war das denn jetzt? Nein. Das kann einer von denen gewesen sein.
Der hier? Nein. Der hier? Ja. Nein. Was noch weiter? Ah, jetzt bin ich aber den hier. Ja, der war's. 5 Stunden. Oh, das wird locker schaffen. Oh, nein, Rauflieger. Der ist überall an. Biege nach rechts ab. Oh, kuppel ich in der Folge noch die Auflieger schnell an? Der muss 100 Kilometer. Sollten wir ja easy schaffen. Der Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bye. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Oh, das ist ein Fotosymbol. Warte mal kurz. Kann ich das Foto von dir ausschießen? Ja, ne? Hä? Was ist das? Nee, kann ich leider scheinbar nicht. Ist so weit weg. Lalalala. Na gut, würde ich mal sagen. Machen wir für die Folge doch Feierabend. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.